Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu 10 No-Gos, die man bei Chamäleons besser nicht machen sollte. Vorweg möchte ich mich aber euch bedanken und zwar für die lieben Geburtstagsglückwünsche und so. Das fand ich echt schön. Vielen lieben Dank dafür. So, damit das Video nicht zu langweilig wird und ich die ganzen 10 Fakten einfach so runterratter, weil das wird eine ganz schön kurze Nummer, würde ich mal so sagen, versuche ich das so ein bisschen optisch anders zu gestalten. Mal sehen, vielleicht fällt es euch auf, vielleicht auch nicht. Ne, ich bin ja ein Meister der Schnittkunst, wie jeder weiß. Und ja, ich hoffe mal, es wird so alles klappen, wie ich mir das so vorstelle. Wichtig sei nochmal vorher gesagt, diese 10 Logos sind jetzt nicht so gestaffelt, dass es irgendwie von gut nach richtig krass scheiße läuft. Sondern das sind einfach nur 10 Sachen, die ich mal so im Kopf durchgehen lassen habe. Und dann nach und nach niedergeschrieben habe. Ich finde die eigentlich alle relativ gleichwertig, muss ich sagen. Fangen wir an mit No-Go Nummer 1. Boah, Meister der Effekte. No-Go Nummer 1 ist es, dem Chamäleon zu viel Stress auszusetzen. Stress für Chamäleons ist relativ gefährlich, denn im schlimmsten Fall können Chamäleons sogar an Stress sterben. Das heißt, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich ein Chamäleon zulegen zu wollen, muss man sich im Klaren sein, dass man dem Tier nicht zu viel Stress aussetzen darf, da es sonst dazu führen kann, dass das Tier erkrankt bzw. sogar so krass werden kann, dass es stirbt. Das heißt, sich ruhig mit dem Tier befassen, nie zu hektisch agieren vorm Terrarium, sondern sich einfach wie immer ganz entspannt und ruhig vor dem Terrarium mit dem Tier verhalten. Weiter mit No-Go 2. Boop. No-Go Nummer 2 befasst sich mit der Greifart des Chamäleons. Und zwar solltet ihr ein Chamäleon beim Aufnehmen nie von oben greifen. Das ist sehr wichtig, denn von oben simuliert ihr immer einen Greifvogel, der das Chamäleon angreifen könnte, beziehungsweise versuchen könnte zu fressen. Deswegen immer schön von unten an das Tier herangehen, es langsam auf die Hand heben, sage ich jetzt mal. Und dann könnt ihr auch das Tier dorthin transportieren, wo ihr es auch haben wollt. Machen wir weiter mit No-Go Nummer 3. No-Go Nummer 3 befasst sich mit dem Thema Terrarium und zwar solltet ihr das Terrarium nicht in den Durchzug stellen. Denn wenn das Terrarium im Durchzug steht, kann es passieren, dass sich das Chamäleon erkältet. Ja, und so eine Erkältung fürs Tier ist jetzt nicht so für den Menschen, das kann man einfach beheben. Denn ein Chamäleon ist ein kleines Tier, ne, das hat halt ein bisschen mehr mit einer Erkältung zu kämpfen, deswegen ist es da dann schon eine größere Sache, wenn das Tier sich mal schnell einen Schnupfen holt. Deswegen dann darauf achten, wenn ihr euch ein Chamäleon zulegen wollt, dass das Terrarium dann irgendwo steht, wo das Terrarium windgeschützt ist, natürlich dennoch halt eine vernünftige Sauerstoffzufuhr hat, jetzt halt nicht irgendwo in so einen luftdichten Raum stellen oder so. Nur wichtig ist halt, dass ihr das halt nicht direkt im Raum platziert, wo sich davor und dahinter jeweils ein Fenster befindet, dass wenn ihr mal beide Fenster aufreißen solltet, das Terrarium halt direkt Durchzug ausgesetzt ist. Sag euch Leute, das läuft. Weiter geht's mit No-Go Nummer 5. Ja, huhu! So. No-Go Nummer 5, live aus der Badewanne. No-Go Nummer 5 ist die Trinkmöglichkeit mit einem Trinkbrunnen. Ja, und zwar sind Trinkbrunnen relativ ungünstig für Chamäleons geeignet, da das Wasser halt andauernd darin durchzirkuliert und es unten einen Behälter gibt, in dem sich das Wasser relativ lange unbewegt hält. Darin können sich halt relativ schnell Bakterien entwickeln, die dem Tier auch schaden können. Deswegen würde ich bei einer Trinkmöglichkeit für ein Chamäleon immer auf eine Tropftränke hinweisen. Oder wenn ihr euch wirklich für einen Brunnen entscheidet, diesen dann täglich sauber zu machen. Aber da das halt relativ viel Arbeit ist, würde ich euch wirklich eine Tropftränke empfehlen. Alter Vater, sollte das alles hier ein bisschen wackeln videotechnisch, ne? Ich halte das hier alles so mit Mühe und Not so ein bisschen fest, dass das hier einigermaßen gerade stehen bleibt. Weil sonst wird das hier nichts, sonst kann ich hier nicht vernünftig aufnehmen. Aber egal, ich habe gesagt, wir machen das heute alles ein bisschen dynamischer und das klappt schlong eigentlich ganz gut, finde ich. Weiter geht's mit No-Go Nummer 6. No-Go Nummer 6 befasst sich mit zu kleinen Terrarien. Ja, euer Chamäleon passt sich nicht dem Terrarium an. Deswegen ist es schon mal im Vorhinein wichtig, ein ausreichend großes Terrarium zu wählen, damit ihr nicht währenddessen den Stress habt, erstmal dann neues organisieren zu müssen. Außerdem könnt ihr dann ohnehin schon große Terrarien für ein Jungtier erstmal eingrenzen, indem ihr dann ein gewisses Netz durchspannt und dadurch den Bewegungsfreiraum so gesehen einschränkt, was die Futterzufuhr um einiges erleichtert. Und sobald das Tier dann groß genug ist, könnt ihr das Terrarium dann komplett zugänglich für das Tier machen. No-Go Nummer 7, live vom Teich. Das Verwenden einer UV-Lampe oder wie manche Leute auch gar keine UV-Lampe verwenden, weil sie denken, die UV-Strahlung der Sonne reicht aus, um das Chamäleon ausreichend mit UV-Strahlung zu versorgen. Ja, das ist falsch, denn durch eure normale Fensterscheibe wird die UV-Strahlung sehr stark geschwächt. Und jetzt überlegt euch das, die UV-Strahlung muss durch eure Fensterscheibe und dann auch durch die Scheibe des Terrariums. Und hier fliegt die ganze Zeit so eine Libelle voll krass an mir vorbei. Voll nice. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Hier mangelnde UV-Strahlung. Dadurch wird das Tier nicht ausreichend mit UV-Strahlung versorgt. Denn da ist es dann wichtig, zusätzlich noch eine UV-Lampe aufs Terrarium zu stellen. Denn durch diese UV-Strahlung bildet das Tier Vitamin D, welches auch dazu führt, dass die Knochen weiter gestärkt werden. Hierbei sei auch wichtig zu sagen, dass diese UV-Lampe nicht ewig hält. Und zwar verliert eine UV-Lampe über die Zeit
auch an Leuchtkraft bzw. auch an UV-Strahlung. Deswegen ist da so die Kernregel, dass man alle 6 bis 8 Monate die UV-Lampe wechseln sollte, um dem Tier einen konstanten UV-Strahlungswert bieten zu können. So, das war's mit No-Go Nummer 7, weiter geht's mit No-Go Nummer 8. So, jetzt muss ich mich beeilen, bevor das Licht ausgeht. No-Go Nummer 8 ist, Chamäleons in Gruppen zu halten. Chamäleons sind strikte Einzelgänger. Das Licht geht aus, oh nein. Fuck. So, auf ein neues. Chamäleons sind strikte Einzelgänger. Das einzige Mal, wo sich Chamäleons treffen, ist in der Paarungszeit. Ansonsten kann man Chamäleons nur im Jungtierstadium zusammenhalten und das auch nur eine bestimmte Zeit. Deswegen, wenn man kein ausreichend großes Terrarium hat, was es eigentlich nur in Zoos gibt, sollte man Chamäleons in einem Terrarium auf jeden Fall nur einzeln halten. Man kann sich natürlich mehrere Chamäleons halten, keine Frage, aber diese sollte dann... Aber diese sollten dann jeweils ein Terrarium einzeln für sich haben. Alles klar, wir müssen uns beeilen, das Licht geht gleich wieder aus. Bis gleich, tschüss! No-Go Nummer 10, live aus der Küche. Leute, die diesen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass hier damals die Chamäleon-Kochfolgen produziert wurden. Irgendwann will ich da auch nochmal ein, zwei Folgen drüber machen, weil ich fand das echt witzig. Also mir hat das echt sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ein paar Gerichte nichts wurden, aber der Spaß an der Sache hat gezählt. Ich fand das eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Egal, machen wir weiter mit No-Go Nummer 9. Und zwar ist dieses No-Go, keine regelmäßige Kotprobe eurem reptilienkundigen Tierarzt vorzulegen. Denn, wie ich euch ja schon erzählt habe, sieht man einem Chamäleon nicht an, wann es krank wird. Ne, denn dieses Anzeichen ist ja immer noch ein Zeichen von Schwäche und das darf sich ein Chamäleon nicht erlauben, denn dadurch werden diverse Raubtiere, die sich an Chamäleons vergehen wollen, sage ich jetzt mal, darauf aufmerksam und sehen, oh, das Tier ist schwach, da stürze ich mich jetzt drauf. Deswegen ist die oberste Priorität des Chamäleons, wenn es irgendetwas hat, darf es sich das nicht anmerken lassen. Deswegen ist es halt für den Halter relativ schwierig zu ermitteln, okay, hat mein Chamäleon jetzt was oder nicht? Denn wenn ihr seht, dass das Chamäleon was hat, ist es dann meistens schon zu spät, dann kann man daran leider nichts mehr ändern oder das Tier wird dann daran höchstwahrscheinlich verenden. Genauso wie bei meinem ersten Chamäleon, das hatte Parasiten gehabt. Das habe ich aber erst gemerkt, nachdem es halt zu spät war, mehr oder weniger. Nachdem es sich halt schon gar nicht mehr bewegt hat. Als wir mit dem Tierarzt den Notruf angerufen haben, haben die dann gesagt, jo, das war es dann leider mit deinem Tier. Bei meinem nächsten Tier hat mir die Tierärztin auch wiederum ans Herz gelegt, dann regelmäßig eine Kotprobe abzugeben, um dieses halt zu verhindern. Denn durch diese Kotprobe kann man schon relativ früh feststellen, okay, hat das Chamäleon Parasiten oder nicht? Und wenn es Parasiten hat, kann das Chamäleon dann natürlich dagegen medikamentös behandelt werden. Heißt das medikamentös? Mama? Heißt das medikamentös? Alles klar, medikamentös behandelt werden. Das war's dann auch schon mit No-Go Nummer 9. Jetzt kommen wir zum letzten No-Go, No-Go Nummer 10. Wie mache ich das jetzt, Alter? Das ist auch, ich will ja nie im Leben was. So, zack. Da. No-Go Nummer 10, ja. Die Lampe innerhalb des Terrariums platzieren. Das ist auch ein wichtiges No-Go, denn wenn die Lampe innerhalb des Terrariums installiert ist, Alter, war es anstrengend. Wenn die Lampe innerhalb des Terrariums installiert ist, besteht die Gefahr, dass sich das Chamäleon an der Lampe verbrennt. Selbst mit einem Gitter drumherum kann es passieren, dass das Chamäleon mit der Zunge durch das Gitter schießt. Wenn die Zunge an der heißen Lampe kleben bleibt, kann es passieren, dass sich das Chamäleon in Panik versucht loszureißen und sich damit die Zunge abreißt. Oder auch sich am Gitter festhalten kann und sich dadurch auch starke Verbrennung zuziehen kann. Deswegen sollte da die Lampe immer darauf geachtet werden, dass diese außerhalb des Terrariums platziert wird. Alter. Ach, ey, so. Weltreise beendet. Ich hoffe, ich habe aufgrund der Szenarienwechsel, sage ich jetzt mal, alle No-Gos ausreichend angesprochen. Manche No-Gos haben sich natürlich auch aufgrund der vorherigen Videos wiederholt. Ich hoffe aber trotzdem, dass Leute, die an den No-Gos halt interessiert sind, durch dieses Video alles ein bisschen zusammengefasster nachvollziehen können. Ne, einfach aus Bequemlichkeitsgründen, dass sie halt nicht vorher die ganzen anderen Videos erstmal raussuchen müssen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du machst jetzt mal ein No-Go-Video, dann ist alles erstmal, was du für relativ wichtig hältst, in 10 Punkte zusammengefasst. Und ja, ich hoffe mal, das habe ich damit geschafft. Jetzt natürlich das übliche Prozedere, ne? Sollte ich auf irgendetwas nicht ausreichend eingegangen sein oder nicht genug behandelt haben, gerne in die Kommentare schreiben, dann gehe ich dann da nochmal genauer drauf ein, beziehungsweise gucke, dass ich das irgendwann nochmal ausreichend erwähne. Solltet ihr Familie, Freunde, Bekannte haben, die sich für das Thema Chamäleon interessieren, könnt ihr denen gerne natürlich das Video zeigen, würde mich freuen. Ansonsten würde ich mich auch über ein Like freuen, ne? Dadurch sehe ich halt, okay, mache ich meine Sachen richtig oder mache ich meine Sachen falsch. Auch gerne natürlich eure Kritik in die Kommentare, das ist mir sehr wichtig. Ja, die Interaktion mit euch mag ich sehr gerne, wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, das macht mir immer sehr viel Spaß. Wenn ihr mehr Bock auf Chamäleon-Content habt, könnt ihr auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren.
dann kriegt ihr einmal wöchentlich ein neues Video, was euch hoffentlich in eurem ganzen Prozedere weiterhelfen wird. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als vielen lieben Dank fürs Zuschauen zu sagen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure, make no mistake, that we are